DAXfactory! Zieh mal das Leim raus, ich habe ein Geschenk für dich mit, warte, gell? Echt? Die Leute sehen, schaut du noch nicht. Zeig das einmal in die Kamera. Ach du Scheiße, Alter! Die neue Nummer 1. Ist der deppert? Eurange Champion 2020. Nummer 1. Bist bereit, dass du uns heute dein Siegergerät vorstellst? Ja, fix. Bist du deppert, Alter, leg mich am Arsch. Bist bereit, Herr Factory, dass du uns dein Gerät zeigst? Ich hab gerade noch ein paar geschnitten. Okay. Alter, das Library ist aber kein, da steht Champion 2020. Du wirst heute den Titel verteidigen. Champ. Wo steht das Gerät? Ja, warte, muss man einen Schuh anziehen. Wo mein neuer Helm ist. Wo ist der neue Helm? Ja, kann. Aha. Erst lackieren. Aber da brauchst du die Brühe, Alter. Dann bist du richtig schnell. Bis September, Alter. Am Tag von deinem großen Triumph. September 18. Okay. 18. Na, wann war das? Ja, 18. September. Ja, echt? 18. Ja, ja. Fuck. Hey, da biegt noch der Dreck von der Range rum. Das ist ja wahrgestellt. Die Gewichte habe ich aber da, die ich oben gehabt habe, die Zusatzgewichte. Achso, ja, hast du das eigentlich schwerer machen müssen, dass du besseres Handling hast, oder? Achso, mit der hast du trainiert jetzt immer? Mit der wird jetzt immer trainiert. Aha, ja, ist eh klar. Da geht dann mehr, wenn du leichter bist. Nein, brauch. Passt. Mhm. Endlich einmal wieder ein gescheites Video graben die Leute jetzt, oder? Dann die Leute jetzt sagen wahrscheinlich. Bist du deppert. Na, voll danke von der Range. Aber ein Problem ist noch, dass die falsche Zahl vorhin drauf hat. Da gehört jetzt schon der 1 eigentlich draus. Aber ist wurscht, das kommt bald. Alter Vater. Wie viel Starter braucht der DAX? Schreibt es in die Kommentare, bis es losgeht. Oh je. Bist neugierig geworden und dann bist du gefahren und gekommen, oder was? Ja. Steigst nächstes Jahr wieder voll ein. So, alles ready, oder was? Auftankt, Ketten geschmiert. Erster Startversuch war auch erfolgreich. Start Nummer 1 Level an. Es kann nichts mehr passieren, die Factory ist bereit. Der ist ja wurscht, schauen wir draußen nachher. Rein, ja. die erste Fahrt angefühlt wieder? Ja, gut. Gut? Verdammt gut. Erklär uns einmal, was das Sieger-Moped, wir haben es eh schon ein paar Mal hergezeigt, wie es noch im Bau war. Ja, was das ausmacht. Fangen wir da einmal an. Fuhren, das ist eh nicht zu übersehen. Downhill-Gabel, ne? Radlraffen, 27,5. Ja, und Downhill-Radl. Und Downhill-Radl. Eine ziemlich arge Stoppel. Ah, Monster, grobe. Mazzocchi. 40 mm. Oldschool. Mit Ölboot drinnen. Okay. Also das heißt, fahren das Ganze ist vor einem Downhill-Radl eigentlich. Ja. Warum das Ganze eigentlich? Jetzt werden sie alle denken, es schaut zwar nicht so schön aus. Aber es geht verdammt gut. Und so, weil das so leicht ist, oder? Es hält und es ist verdammt leicht. Ja. Preis, Leistung eigentlich. Und Zeit, Preis, Leistung, Zeit, was man reinstecken kann, ist das eigentlich das Beste. Ja. Okay. Gut, dann der Rahmen, ja, ist Puch Maxi, ne? Rahmen, einer schaut ein neuer, italienischer. Ja, was ist der ganze Ding da? Der ganze ist Zusatztank. Okay. Eingefasst, ich glaube wir haben 5,5 Liter oder was. Aha. Ich weiß nicht mehr so genau, aber sowas circa. Ja. Ja, von 85er Sitzbank. Keine Husqvarna 85er. Genau. Ja, schwingentechnisch, was ist da passiert? Schwingentechnik, selbstgefasste Alu-Schwinger. Ja, Alu, das hält das aus? Das hält das aus, ja. Hat die Range bewiesen, okay, dass das standhält. Ja. Und der Hinterreifen? Hinterreifen ist 16 Zoll Braden von der Föhn 185. Okay. Ja. Es gibt hinterm eigentlich mehr Grip. Und warum du jetzt einen breiten Hinterreifen? Was bedeutet das für die Käden? Rennt das noch? Geht sich das aus mit der Käden? Ja, normal nicht. Normal geht es sich nachher nicht mehr aus. Normal strafst du auf die Stoppen. Aber wir haben einen kompletten Motor nach links versetzt. Ja. Somit sind wir da vorne weiter da gekommen und geht sich das auch hinten wieder aus. Geil. Da werden manche sagen, schaut aus wie von einer Grassägesplaner. Ja, das ist ein Rohkettenblatt, das ist da einmal rausgeschnitten. Mhm. Ja, das hat alles nachher schnell gemessen vor der Range. Okay, gut, und dann haben wir da ein Federbein. Federbar, genauso ein Downhill-Federbar. Ja. Ein Fox RC40, was für ein Modell, keine Ahnung. Okay, interessant auf jeden Fall alles. Der Luftfilter, Motor generell, was ist das für ein Motor? Ja, fangen wir da, wo es reingeht, Luftfilter. Ist ein IAME von einer Go-Kart-Gazelle, gibt es okay, mal zum Kaufen. Ja. Dann Polini Vergaser, 23er, glaube ich. Ja, 24er BWK, oder? Nein. Achso, du hast ja den anderen, genau. Nein, das ist ja 23er. Aha. 23er Polini. Ja. Ja, ausgestutzen, aus Alu selber gemacht. Ja. Dann Gilardoni. Okay. Ein bisschen überarbeitet, aber da gehört noch mehr überarbeitet, da geht noch mehr raus. Ja. Ja, normalen Kopf. Kolben haben wir einen Vertex, oder? Vertex drinnen. Eigentlich haben wir einen Wasser. Oder haben wir den Wössner? Eigentlich ist er Wössner. MBR wollte ich nicht sagen. Ja. Drin haben wir einen roten Wössner Kolben. Okay. Ja, weiter dann. Anreißer, ganz wichtig. Was haben wir für einen Anreißer da drauf? Ein DAXfactory Anreißer. Okay. www.daxfactory.com, oder? Ja. Ja, heute hat er schon wieder seine Dienste geleistet. Okay. Schwer angesprungen. Ja, dann Auspuff. Ist da auf der Seite der Auspuff. Wo gibt es denn so zum Kaufen? Nirgends, es sei denn, es kauft es den. Okay. Das ist ein Jolly Motor Auspuff. Ja. Normal für KTM 85er. Ja. Ja, da ist der mühevoll und in kleinen Schritten anpasst worden, dass der schön aufgeht, dass der nicht im Weg umgeht. Okay. Dann haben wir auf der Seite noch drinnen KTM-Kupplung, kein Geheimnis. Ja. Mit dem Lochkorb, oder? Mit dem Lochkorb? Nein, der Korb mit dem Lochkorb. Achso, ja, mit einem Schweizer K-Reiben. Ja. Das heißt, ja, mit dem Lochkorb, das geht nochmal ein bisschen schöner weg. Getriebe? Getriebe ist ein MBR drinnen. Gerade Verzahnt, oder? Verzahnt, genau. Kupplungsdeckel von einem Kickstart mit Kyriten-Mommen, ja, weil da extrem viel Hitze entsteht und die gehört weg. Okay. Und das Ganze verhilft dann zu einem Championship-Titel auf der Eurange 2020. Das Ganze in Kombination nach einer einem guten Renntag. Okay, 3 Jahre Arbeit. 3 Jahre Arbeit, ja. Hat sich aber ausgezahlt, das Projekt, he? Und ich würde sagen, du zeigst uns jetzt, wie du das mal so richtig umlässt, oder? Na passt! Tags zur Feier des Tages. Dein Gerät, würde ich sagen, hast du uns heute gut präsentiert. Ich wünsche dir viel Glück her, dass du deinen Champion-Titel verteidigen kannst. Und dann würde ich sagen, Prost! Und wir sehen uns auf der Eurange 14.8, oder? Macht halt nichts. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat mein Moped gefallen. Und habt euch ein bisschen was anschauen können, Inspiration holen, Verbesserungen. Und ja, wir sehen uns im August beim Mofa GP. Jawohl, DAXfactory wird am Start sein, Ewald Holzer, Bike Total, Mario Hofstadler, Banbana Fortysix, ich und noch viele andere Starter. Seid dabei. Das war's für heute. Für euch.